Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velocet-Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23 und zu einer besonderen Folge, Leute, denn für uns ist es hier und heute die Frage, ziehen wir ins Europa League-Finale ein oder nicht. Wir spielen gegen Legia Warschau in der Liga. Das ist natürlich nur noch die Abschiedstour, sage ich mal, in der Liga, weil wir da easygoing schon weiter sind. Und dann aber Olympique Marseille im Rückspiel daheim. Ein 0-0 würde reichen sogar schon, ne? Hauptsache man schafft es da irgendwie, ja, durchzukommen. Unentschieden können wir uns da erlauben, eine Niederlage nicht, sonst geht es in die Verlängerung, wenn es mit einem Tor ist. Aber ja, ich will gar nicht so viel quatschen, ich habe so Bock auf die Spiele auch gegen Marseille, aber erst noch mal gegen Legia Warschau hier in einen vernünftigen Abschied, beziehungsweise das vorletzte Spiel hier in der polnischen Liga und dann gehen wir rein ins Europa League Halbfinale. Hier mal die Aufstellung von Legia Warschau mit Tobias im Tor, Abu Hanna, dann Nawrocki, Jedrecki, Vloschek oder irgendwie so, Katarin, Slisch, der nächste Jahr bei uns spielt dann Baku und Karlitos, Pekat und Fagir. 3-4-1-2-System hier bei Legia Warschau. Also eine Art offensives 3-5-2-System, wie sie hier spielen, statt mit einem ZDM, mit einem ZOM. Kann man mal machen. Wir gucken dann gleich auf unsere Aufstellung. Ne? Natürlich volle Rotation, ist logisch. Mit Baran im Tor, dann Auer, Glick, Biciabu, Leweki, Legowski, Geis, Wedriczowski, Fonalczyk, Radun, Svirczok. Wir müssen natürlich ohne Ende schon, wir brauchen die besten Männer natürlich im Europa-League-Halbfinalspiel gegen Olympique Marseille. Wir gehen rein hier ins Stadion gegen Legia Warschau und wir gucken mal, wie das Ganze hier ausgehen wird. Baku. Baku jetzt hier richtig schnell in den Strafraum. Glick war dazwischen, aber jetzt hier Baran musste den halten. Baku immer noch und macht ihn aus dem Winkel rein. Macht ihn aus dem Winkel rein. Das war ein maximal spitzer Winkel, aber er macht ihn rein. Und die Legia Warschau-Fans können hier natürlich jubeln. Baku mit dem Treffer. 1-0 Legia Warschau. Hier sehen wir, na gut, nochmal durchgesetzt. Biciabu irgendwie auch eine komische Grätsche. Und dann darf man... Der war echt spitzer Winkel. Der Baran ist irgendwie komplett verwirrt. Und Baku macht den gut rein. Also Respekt, wie er den da reingekriegt hat. Und er auch noch Volley. Das war nicht einfach. Makana Baku auf jeden Fall mit seinem dritten Tor in der 23. Partie. Und das 1-0 Legia Warschau. Und der schnelle Ballverlust. Aber Legowski ist ja da. Aber immer noch Legia im Ballbesitz. Der Ball ist jetzt bei Glick. Oder auch nicht. Och, der Ball ist gefährlich. Im Strafraum jetzt hier. Biciabu kommt da nicht in den Zweikampf. Und es steht 2-0. Dann steht es hier ganz, ganz schnell 2-0. Ne? Also Legia war schon hier wirklich mit einem schnellen Doppelschlag. Sie wollen hier überhaupt nichts anbrennen lassen. Ich sag mal so, für Pogun Stettin ist das Ganze jetzt alles halb so wild. Ne? Das muss man schon sagen. Dass es hier gegen Legia Warschau auch eine Niederlage geben kann. Und am Ende der Saison wird es wahrscheinlich niemanden interessieren. Weil wir uns natürlich jetzt komplett schon mal auf die Euroleague konzentrieren. Trotzdem willst du eigentlich so nicht verlieren. Ne? Schnelle 2 Gegentore, Minute 21 und plötzlich ist es das 2-0 und ein schlechter Pass. Gut gespielt gewesen. Jetzt hier die Möglichkeit, Baran hat den. Hä? Wofür gibt es jetzt Elfmeter? Okay, dafür. Habe ich nicht gesehen. Das ist korrekt. Okay, wir gehen hier anscheinend komplett unter. Wir gehen hier anscheinend komplett unter gerade, wenn sie den nämlich machen. Und den machen sie. 3-0. 3-0. Okay, Pogun Stettin ist auf jeden Fall schon mal mit dem Kopf ganz woanders. Ne? Legia war schon hier mit dem 3-0. Also, sie haben das eine Tor erzielt und danach war es wie so eine Tunnelüberfahrt. Ne? So als Abkürzung. Nur noch in eine Richtung. Tak, 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 tak. Und dann gib ihn. 3-0 Legia Warschau, Kalitos mit dem Elfmetertreffer. Bei Pogun Stettin scheint hier und heute gar nichts zu gehen. Foulspiel von Legia Warschau. Und es gibt die rote Karte. Was macht denn er? Also Thomas Pekat bringt seine Mannschaft in Bedrängnis ohne Sinn und Verstand. Das ist die dümmste Grätsche der Saison, ganz ehrlich. Ohne Sinn und Verstand. Weil die liegen 3-0 vorne, bei denen läuft alles gut und dann faulst du irgendwo im Strafraum deines Gegners den einfach von hinten um. Das war nicht sehr schlau. Biciabu, Fonalczyk, Legowski. Legowski, der passt es ganz gut. Ja, Svirčok kam ran. Und jetzt hier die Chance für Pogun Stettin. Pogun Stettin. Also so wird das halt nichts. Ne? Du hast so eine riesen Chance, Svirčok. Und dann lässt du dir die einfach mal entgehen, weil du den komplett verziehst. Also was willst du denn bitte für eine größere Chance kriegen, ne? Und nach 34 Minuten mit dem 3 ins Back zu kommen, wäre schon mal wichtig gewesen. Gerade in Überzahl wäre da noch einiges drin gewesen.
Ach, guter Pass und guter Treffer. 4-0. Ich weiß nicht, was hier los ist. Also irgendwie geht hier gar nichts gerade. Es geht für uns einfach gar nichts. 4-0 Legia Warschau. Wirkt einfach so, als wären die Spieler so komplett behäbig irgendwie. Bam, super Abschluss von Legia Warschau. 4-0 hinten, ey. Also wir wären echt abgeschossen. Von Nalcik. Oh, der ist gut. Und der ist drin. Legowski hier mit dem Treffer. Hol dir bitte die Pille. Ich meine, das war eine wunderschöne Flanke hier, ne, von Legowski. Von Nalcik meine ich. Und dann ist da Legowski, der schiebt den rein. Dann steht es hier 4-1. Wir melden uns auch mal in diesem Spiel. Ich meine, ob wir hier noch einen Punkt holen oder nicht, ist eh egal. Aber immerhin schön, dass man sich nicht komplett abschießen lässt, ne, oder sich mal meldet. Von Nalcik, der passt es nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Und der hier war auch nicht schlecht. Legowski gibt den auch nochmal ab. Nochmal auf Legowski und dann steht es hier plötzlich 4-2. Dann steht es hier plötzlich 4-2 und Legowski wird hier zum Torschützen, ne? Sein vorheriger Treffer war übrigens sein erstes Saisontor. Schön hier hin und her gespielt. Das ist stark gemacht von Pogon. Und jetzt macht hier Legowski tatsächlich seinen Saisontreffer Nummer 2 in der Liga. Also 4-2. Wir sind hier wieder mittendrin im Game, ne? Und Legia Warschau wird sich ärgern. 4-0 vorne oder beziehungsweise es war beim 3-0 dann die unnötige rote Karte. Die natürlich Pogon steht hier jetzt viele, viele, Räume öffnet. Legowski. Der kommt nicht an, oder? Doch, der kommt an und damit steht es 4-3. 4-3. Alter Schwede, in der ersten Halbzeit ging für uns gar nichts. Und jetzt sind wir hier plötzlich wieder back. Also hier ist auch gefühlt jeder Schuss ein Treffer bei beiden Teams, ne? Das kann man so natürlich auch mal machen. Also Legowski, 2 Tore, eine Vorlage, das ist die Legowski-Show, ne? Und Vedrychowski, dass der da überhaupt rankommt, ne? Was ist denn mit dem Verteidiger? Also den kann er eigentlich haben, aber ist da zu behäbig. Der Torhüter hält irgendwie auch nichts. Und ja, 4-3. Sensationelles Game hier für gegen Legia Warschau. Und wir gucken mal, ob wir es hinkriegen, das Spiel hier sogar zu drehen. Kalitos. Baku. Baku macht das nicht schlecht. Baran hält den aber. Was macht denn da unser Spieler? Boah, da war wieder viel Chaos bei uns so ein bisschen, ne? Katarin macht das super gegen Bichabu. Kein Abseits, sagt der Ref. Wohin jetzt mit dem Ball? Irgendwo ins Nirgendwo. Legia Warschau gefährlich jetzt hier mit Kalitos. Kalitos macht das gut. Jetzt hier Baku. Kriegt er den Ball irgendwo hingespielt, wo es gefährlich wird? Oder zieht er selber ab? Baku. Na, da war dann Kamil Glick dazwischen. Nee, Radu war es sogar. Krass. Und jetzt hier Geis. Kompletter Angriff hier bei Pogun Stettin. Die stehen sehr, sehr weit offensiv. Der Pass von Svirchok war gar nicht mal so übel. Jetzt haben wir von Nalcik. Von Nalcik geht da ins 1 gegen 1, spielt den nochmal ab, nochmal abgespielt und Svirchok macht ihn nicht rein. Bichabo, na? Nicht mehr viel zu spielen, Michalak. Jetzt hier Foos. Foos spielt den ab, Joko. Joko, der eingewechselte Joko, macht hier tatsächlich nochmal das 4-4. Eben erst eingewechselt und das 4-4 in der 89. Minute. Also Pogon Stettin, die spielen eine Wahnsinnssaison. Die können 3-0 hinten liegen, dann am Ende sogar 4-0 hinten liegen und die kommt trotzdem nochmal zurück. Also das muss für jede andere polnische Mannschaft hier super frustrierend sein gegen Pogon Stettin, ne? Es ist unglaublich egal, was du gegen sie machst, sie haben irgendwie immer eine Antwort, zumindest national. Ob es dann auch international so sein wird, werden wir gleich rausfinden. Wir gehen direkt ins Pressing, wir haben nur noch ein paar Minuten hier zu spielen. Hier, und wir gucken mal, was daraus wird, ne? Legia Warschau, 2 Minuten Nachspielzeit, aber der Ball ist jetzt bei uns. Und jetzt haben wir Michalak und der ist schnell. Joko auf Michalak, Michalak. Macht das gut, spielt den nochmal auf Joko und der ist nicht drin. Der ist leider nicht drin, schade. Eine Ecke nochmal, vielleicht nochmal mit einer Ecke. Geht der vielleicht nochmal rein? Simeone kommt da nicht rein. Joko nochmal rausgespielt. Geis, nochmal in den Rückraum. Der passt, oh, wenn der durchkommt, wird es gefährlich. Nochmal den Kopf rein, leider war es das hier 4-4. Wenn dieser letzte Pass durchgekommen wäre, ne, da hätte man nochmal einen schönen Schuss gehabt. Am Ende sensationelles 4-4 in einem für uns so oder so unbedeutendem Spiel, ne? Man muss aber ehrlich sagen, wenn Legia Warschau nicht diese rote Karte kriegt, gewinnen sie das Ding hier, glaube ich, super dominant. Aber am Ende des Tages hatten sie diese rote Karte und die hat denen so ein bisschen das Genick gebrochen, ne? Aber wir gehen jetzt rein gegen Olympique Marseille, ne? Das ist jetzt das Spiel der Spiele. Ich meine, die Pokalspiele, die sind noch ganz nett, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist das nächste Spiel. Das nächste Spiel entscheidet auch ganz klar, wie die Saison verlaufen wird, ne? Ob es eine richtig legendär kranke Saison ist oder nicht. Also sie ist sowieso legendär für uns wegen der zweiten Meisterschaft. Aber wir gehen rein und gucken, was gegen Marseille geht. Hier haben wir die Ausstellung von Pogon Stettin mit Baran im Tor.
der im Hinspiel auch einer unserer Helden war, ne? Dann Jisoo, Krister, Stolarski und Kotris, Foster, Broski, Jin, Ho, Reiter und Wales. Ich weiß nicht, warum hier immer noch gelb gesperrte sind. In der Realität ist es eigentlich so, dass es im Finale keine gelb vorbelasteten Spieler geben sollte. Aber gut, das ist halt EA, ne? Sowas umzusetzen wäre ja super schwierig. Aber gut, gucken wir gleich mal auf die Ausstellung von Olympique Marseille, ne? Auf unseren Gegner hier, und die sind nach wie vor der Favorit, auch wenn wir das Hinspiel hier gewonnen haben. Für uns wäre es natürlich legendär, in den ersten zwei Jahren zwei Titel zu holen, national die Meisterschaft zweimal back-to-back zu gewinnen. Jetzt vielleicht noch ein Europapokalfinale mit Pogon Stettin. Das wäre komplett krank. Dann wird man sich endgültig legendär machen, ne? Für alle Zeiten. Und ich meine, das ist man jetzt schon mit diesem Run hier, aber wir gucken auf die Ausstellung von Marseille. Die werden versuchen, uns diesen Run zu verhindern. Lopez, Gijot, Mbemba, Toloi, Junduzi, Trejos, Devanovic, Flores, Radon, Mirch, Schade und Okafor. Ein 3-4-2-1-System. So spielt die Olympique Marseille. Wir müssen gerade in den ersten Minuten deutlich besser hinten stehen als noch zuletzt gegen Legia Warschau. Somit hier bloß nicht irgendwie was Verrücktes passiert, ne? Beziehungsweise, dass wir hier irgendwie nicht abgeschossen werden. Das Spiel hat natürlich längst begonnen. Wir gucken mal, was hier am Ende bei rauskommt und ob wir nach diesem Spiel hier im Finale der Europa League stehen. Oh, gut gespielt von Marseille. Stevanovic. Stevanovic, der ist gut gespielt. Baran rettet uns. Baran hatte den, ganz wichtig. Ganz wichtig, dass Baran diesen ersten Ball hatte, ne? Dass wir hier nicht schnell irgendwie in Rückstand geraten. Jin jetzt hier. Jin spielt den auf Nico Reiter. Nico Reiter mit der Hacke. Bobby Wales macht die nicht rein. Große Chance für Bobby Wales. Nutzt die leider nicht. Hier sehen wir es nochmal, ne? Der Abschluss etwas zu hoch angesetzt. Eigentlich war der gut gedacht rein von dem, wie er gezielt hatte, ne? Jetzt hier Stevanovic. Stevanovic. Jetzt haben wir Junduzi, da ist viel Platz für Radonovic, aber da war Krister dazwischen. Das ist aber super gespielt von Olympique Marseille. 15 Minuten hat es hier gedauert und schon gleicht hier Marseille aus, ne? Junduzi. Junduzi hier die Nummer 6 mit dem Treffer. Damit steht es jetzt in dieser Serie ausgeglichen 2-2. Er hat selber den Angriff hier mit eingeleitet und dann ist er halt super reingelaufen, ne? Dann ist die Nummer 25, die dann im Nachsetzen den Ball dorthin spielt. Junduzi war schon perfekt eingelaufen. Keine Chance mehr hier für Baran irgendwas zu machen. Und damit haben wir momentan das 1-1 durch Matteo Junduzi. Und damit stand jetzt ja, den Ausgleich in dieser Serie. Und damit würden wir nach aktuellem Stand in die Verlängerung gehen. Also Marseille dominiert das ganze Spiel hier, muss man sagen. Ne? Sie haben uns komplett jetzt nach hinten reingepresst. Sie schießen jetzt auch, aber Baran hat den. Aber Marseille dominiert uns. Also Marseille hier wirklich von Minute 1 an eigentlich an dominieren. Das wären extrem schwierige weitere 65 Minuten für uns. Also der Einsatz war im ersten Moment gut, aber jetzt hier wieder die Chance, zu viel Platz, Okafor. Ho hat den, wichtig. Ho. Bobby Wales. Oh, der Ball ist gut gespielt, Ho. Und da ist Leonardo Kutris mitgelaufen. Und Leonardo Kutris hat die Übersicht für Jin. Und Jin mit dem Abschluss, was ist das für ein schwacher Abschluss? Da war mehr drin. Da war definitiv mehr drin. Jetzt hier Marseille. Marseille mit viel Platz, Radonjic. Radonjic. Radonjic hier gegen Dabrowski, der macht das super. Stark von Dabrowski, von unserem Kapitän. Genau das brauchen wir, ne? Und jetzt hier Kontermöglichkeit. Jetzt haben wir hier sogar eine Überzahlsituation. Foß, der Ball ist gut gespielt, Überzahlsituation. Jetzt hier Fibon Stettin, hoch mit der Chance oder was? Hoch mit der Chance, hoch mit der Chance, hoch macht ihn nicht. Hoch macht ihn nicht. Das war eine riesen Chance gerade für uns. Und jetzt hier vielleicht die Möglichkeit für Marseille. Stolarski wirft sich rein, stark gemacht, kein Foulspiel. Super gemacht von Stolarski, wichtiges Tackling. Und Nico Reiter, vielleicht gleich wieder in die andere Richtung oder was? Ja, es könnte wieder in die andere Richtung gehen. Der Pass von Nico Reiter ist gut. Silvano Fo spielt den auch gut hin. Ho nimmt den an. Ho macht ihn wieder nicht rein. Das gibt's nicht. Zwei Riesenchancen für Ho. Er nutzt die beide nicht. Okafor. Die Grätsche von Jisoo. Das gibt ein Foulspiel. Gibt die gelbe Karte. Es gibt Rot. Dafür gab's Rot. Wartet mal. Dafür gab es gerade Rot. Fick das Foul, gibt's Rot? Alter, ihr wollt mich doch amsen. Dafür gibt's doch keine Rote. Dafür gibt's doch keine Rote. Ab wann kann ich das selber hier machen? Mit dem Bewegen. Alter, das ist doch keine rote Karte. Wollt ihr mich verarschen oder was? Radu kam vorhin erst rein, muss jetzt direkt wieder raus, weil Kowalczyk rein muss.
Sowas ist doch keine rote Karte, Mann. Come on, das ist niemals im Leben rot. Freistoß jetzt, Okafor. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht legt er den auch ab. Jundusi, nein. Und jetzt hier der Freistoß. Jetzt der Freistoß an den Pfosten, Junge. Junge, Baran hat den Baran im Nachfassen. Ganz wichtig. Wir müssen auf Defensiv stellen, Leute. Jetzt wird es richtig schwierig. Jetzt wird es richtig schwierig, standzuhalten. Jetzt hier hoch. Nochmal auf Bobby Wales. Vielleicht können wir hier irgendwie einen Treffer erzielen. Bobby Wales. Bobby Wales mit der Hacke auf Ho. Der gibt den auch nochmal in den Rückraum. Auf G, Mann. Okafor. Okafor, der Pass ist richtig gut und der ist drinne. Cengiz Ünder, eben erst eingewechselt und er sticht uns den Dolch durchs Herz, ne? 2-0 Marseille. Stand jetzt ist Olympique Marseille in der nächsten Runde der Europa League im Finale. Und wir sind raus. Wir sind raus. Baran reagiert dann nicht perfekt, muss man sagen. Klar, der ist nicht aus nicht so großer Entfernung, aber den kannst du halten, wenn du besser animiert bist. Wir müssen wieder auf ausgeglichen gehen. Wir müssen jetzt Gas geben, Leute. Wir dürfen auch nicht zu offensiv werden, weil sonst werden sie zustechen und uns komplett raushauen. Dabrowski. Dabrowski! Macht ihn nicht rein! Schade! Gibt da alles, was geht, ne? Aber macht ihn leider nicht rein. Wir haben nur noch 13 Minuten, Leute. 13 Minuten Spielzeit nur noch. Jin jetzt hier bei der Ecke. Jin bei der Ecke? Ne, die kommt nicht an. Die kommt nicht an. Ah, der hohe Ball. Nochmal rein da. Na, Simeone, kann er sich den erkämpfen? Das könnte nochmal interessant hier durchaus werden. Simeone hat den aus der Drehung, macht ihn aber nicht rein. Jetzt hier vielleicht nochmal. Nein, der Torhüter forstet den weg. Der Torhüter hat den auch hier wieder. Dann wäre es sogar Foulspiel, ne? Dann wäre es wieder Foulspiel. Wir haben nur noch 10 Minuten. Ich nehme euch bei diesen letzten 10 Minuten komplett mit. Ich nehme euch komplett mit. Wenn wir da besser reagiert hätten, hätten wir das jetzt machen können. Wir sind natürlich schon noch sehr offensiv, ne? Das heißt, jetzt hat ja natürlich Marseille vielleicht auch die Chance. Aber wir haben den Ball wieder. Kowalczyk. Und jetzt wieder an die andere Richtung. Jin. Kowalczyk läuft mit nach vorne. Jin spielt den Ball jetzt auf Kowalczyk. Und Kowalczyk läuft da durch. Nein, kann sich nicht durchsetzen. Was ein Fehler aber vom Keeper. Joko hat den. Joko hat ihn. Und jetzt hier die Möglichkeit. Und der Treffer. Der Treffer. Pogon-Stettin ist wieder back. Pogon-Stettin ist wieder back in diesem Spiel. Und Stand jetzt würden wir in die Verlängerung gehen. Stand jetzt würden wir in die Verlängerung gehen, weil Paul Lopez diesen Fehler macht. Weil Paul Lopez diesen Fehler macht. Und jetzt von ganz offensiv komplett auf Defensive, ne? Einfach nur nach hinten mit euch. Einfach nur nach hinten. Ich muss das jetzt hier mauern. Wir müssen in die Verlängerung irgendwie kommen. Dann hätten wir uns erstmal gerettet über die reguläre Zeit. Olympique Marseille. Ho hat den geklärt, stark. Verteidigt euch jetzt, Jungs. Verteidigt euch. Wir wären dann in der Verlängerung. Da haben wir dann nochmal 30 Minuten, wo man gucken kann, was geht. Jetzt hier. Marseille. Die werden natürlich versuchen, jetzt hier mit Jundusi, aber Baran hat den. Wir sind beim 3-3, ey. Stand jetzt, wäre das eine Verlängerung. Und jetzt hier, Ünder. Rübergespielt auf Schade. Kevin Schade. Na, die versuchen natürlich auch zu einer Abschlusssituation zu kommen. Ja, das ist eine kritische Situation, was Freistöße angeht. Wir gucken mal. Was hat er jetzt vor Jundusi? Milik ist auch mit dabei. Milik nimmt den nicht. Jundusi nimmt den, aber gegen die Mauer. Gegen die Mauer. Wir halten das hier. Wir halten das Stand jetzt. Also nach dem Treffer ging es für uns nur noch darum, sich zu verteidigen. Und jetzt auch hier Ünder. Spielt ihn wieder in die Mitte. Nochmal auf Ünder. Nochmal rein da. Geklärt von Christer. Junge, was ist das hier für ein Druck jetzt? Und Mbamba. Nein, da ist Dingens gewesen. Und jetzt hier vielleicht sogar nochmal dieser eine Angriff. Leonardo Kutris. Leonardo Kutris auf dem Weg nach vorne. Simeone. Simeone spielt den auch nochmal rüber auf Kutris. Der hohe Ball. Nein, das klappt nicht. Das klappt leider nicht. 3 Minuten Nachspielzeit sind es. 3 Minuten Nachspielzeit. Jundusi. Marseille wird es nochmal probieren. Wohin? Oh, der hohe Ball ist richtig gut. Der hohe Ball war richtig gut. Aber Baran ist da. Und Baran hat den. Baran hat den. Und der Abwurf war nicht schlau von mir. Ich hätte da geduldiger sein müssen. Ich dachte, man könnte nochmal angreifen. Ich dachte, man kann da nochmal angreifen. Vitinha. Nein, der ist auch abgewehrt. Die Riesenchance jetzt hier. Weg mit der Pille. Der Ball ist weg und es gibt eine Verlängerung. Ho jetzt hier. Ho. Ho macht das gut. Ho macht das gut. Ho läuft einfach durch. Ho mit der Möglichkeit und dem Treffer. Er macht ihn rein in der 93. Minute. Ho macht ihn rein. Stand jetzt wären wir im Europa League Finale. Im Europa League Finale. Wir haben es in der 83. Minute geschafft, das 2-1 zu machen. Um überhaupt irgendwie in die Verlängerung zu kommen. Haben uns irgendwie dicht gemauert, ne, da hinten. Irgendwie es geschafft.
ja, dieses 2-1 zu halten, obwohl Marseille gefährlich wurde. Und jetzt ist es Ho hier mit dem Treffer. Und Stand jetzt sind wir im Europa-League-Finale. Und das ohne einen Elfmeterschießen. Wir sind immer noch auf sehr defensiv. Wir werden jetzt alles tun, um uns zu verteidigen, diese letzten paar Minuten. Ne? Was heißt letzte paar Minuten? Sind noch über 25. Aber wir geben Gas dafür. Wir werden alles geben, um uns zu verteidigen. Mbamba beim Einwurf. Der weite Einwurf, das ist mal interessant. Jetzt hier Milik. Das ist gefährlich. Das ist gut gespielt. Und da ist das 2-2. Es hat nicht lange gedauert. Und dann kommt Klaus und macht das 3-2. Okay, auch Marseille kann antworten. Auch Marseille kann antworten. Wir müssen ruhig bleiben. Alles ist gut. So sind wir immer noch im Elfmeterschießen. Da ist alles noch drin. Alles noch drin. Wir dürfen nur nicht noch einen Gegentreffer kriegen. Sonst wird es sehr, 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 sehr gefährlich für uns. Ja, dieser Einwurf war der Schlüssel. Dann gut gespielt. Schön weitergeleitet. Und ach, Baran. Auch hier wieder, die Distanz ist halt nicht so weit weg. Ne? Aber vielleicht kann man den halten. Aber ich will ihn keinen Vorwurf machen. Machen wir weiter hier. Klaus hier am Ball. Pogon Stettin steht so tief, wie es geht, ne? Alle 10 Mann hinterm Ball gewesen. Jetzt hier Ocker vor, ne? Schade. Onai. Nochmal in die Mitte gespielt gehabt. Der Ball ist nicht schlecht, aber Baran mit dem Reflex. Baran mit dem Reflex. Einwurf, Leute. Es sind noch 7 Minuten jetzt hier im Game, ne? 7 Minuten. Wir verteidigen uns nur. Was haben sie davor? Spielen den Ball hier in die Mitte. Marseille natürlich komplett dominant hier. Muss man nicht drüber reden, Baran hat den. Baran hat den und dann immer wieder weg. Was ein Fehler. Was ein Fehler von Kutrichs. Hat den wieder gut gemacht. Am Ende war es Handspiel. Am Ende war es Handspiel. Ich nehme euch hier mit die letzten Minuten wieder, ne? Aber es kann nur eine Devise geben. Einfach irgendwie nach vorne. Simeone, nein. Okay, dann wieder ab nach hinten. Ab nach hinten mit euch alle. Na, den haben wir auch. Den haben wir auch. Wir müssen den Ball irgendwie immer wieder rauskicken. Dabrowski, nochmal dahin. Baran, weg damit. Richtig so. Simeone setzt sich da auch irgendwie durch, aber das war nicht gut. Aber da ist Legowski. Das ist halt dieser Kampf. Das ist halt dieser Kampf, den diese Mannschaft jetzt hat, ne? Joko. Dorten. Einfach weg mit der Pille. Nein, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Stolarski auch wieder weg damit. Die Zeit muss einfach nur weg verstreichen. Und jetzt hier Simeone vielleicht nochmal. Mit diesem einen Angriff oder was? Giuliano Simeone. 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 Oh, nee, wir sind im Finale. Wir sind im Finale der Euroleague. Wir sind im Finale der Euroleague. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es mit dem letzten Angriff geschafft. Wir sind im Finale. Wir sind im Finale. Kein Elfmeterschießen. Mit dem letzten Angriff schaffen wir es. Wir sind im Finale. Wir haben es geschafft. Boah. Boah, Junge. Ich bin fertig. Ich bin fertig mit meinen Nerven. Pogon Stettin im Finale oder was? Pogon Stettin im Finale der Euroleague. Five up, Ref. Five up. Ja, five up. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ey, diese Euroleague ist boah. Überleg mal, was wir für Spiele gegen Dortmund hatten. Überleg diese Duelle gegen Dings, gegen Espanyol. Dann jetzt hier gegen Marseille uns durchgesetzt. Fenerbahce. Alter. Einfach diese Saison. Wie soll man das beschreiben? Wie soll man diese Europa-League-Saison beschreiben? XG-Werte bei 5,1 und 4,7, auch komplett crazy. Ey, Leute, die nächste Folge wird legendär. Und wir spielen übrigens gegen den FC Porto im Finale. Oh mein Gott, Alter. Die nächste Folge wird legendär. Wir machen dann das letzte Spiel in der Liga. Dann haben wir ein bisschen Pause und dann gibt es das Game gegen Porto, Alter. Wir haben es echt gepackt mit Pogon Stettin. Oh, Reiter ist 3 Monate raus. Na, egal. Keine Negativität hier jetzt, ne? Reiter wird das Finale leider verpassen. Schade für ihn. Aber ja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge im Europa League Finale. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was mit euch nicht stimmt, ne? Euer Velo meldet sich ab und bye bye.